1975, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Chasing Corvette as Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an unraveling on the right. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to the 11th class. And we just have to come out the right side down. And then we Hallo, liebe Simracing und Motorsportfans, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier aus Detroit Rock City. Fanatec GT3 Challenge. GT3 Sprintrennen in Amerikas Motor City. Belle Isle, eine Insel im Detroit River, auf der seit 1992 Rennen ausgetragen werden. Es ist keine permanente Rennstrecke. Von 2009 bis 2011 ruhte der Rennbetrieb aufgrund der Finanzkrise. Der Kurs ist 3,782 Kilometer lang, hat 14 Kurven und liegt im Bundesstaat Michigan in Amerika. Der Kurs liegt zwar auf einer Insel, hat aber einen Charakter wie eine Strecke in der Stadt. Es gibt so gut wie keine Auslaufzonen, ganz wenig Punkte zum Überholen und der Kurs verzeiht absolut keine Fehler. Da bin ich mal gespannt, ob das heute hier ein Crash-Festival wird oder eine Prozession. Auf jeden Fall fahren hier im Rahmen der Trans-Am-Meisterschaft auch GT3-Fahrzeuge und die IndyCar-Serie ist hier regelmäßig zu Besuch. Ab 2023 soll es ja in Detroit auch wieder ein Formel-1-Rennen geben, aber nicht hier auf Belle Isle, sondern es wird ein neuer Kurs gebaut, mitten in der Stadt. Der alte Formel-1-Straßenkurs in Detroit existierte von 1982 bis 1988. Rekordsieger damals, Ayrton Senna, dreimal hintereinander. Allerdings war der Kurs so gefährlich und in einem so schlechten Zustand, dass bei jedem Rennen weniger als die Hälfte ins Ziel gekommen sind, sodass ab 1991 die alte Strecke komplett stillgelegt wurde. Die Formel 1 gastierte 1988 zuletzt hier. Und ich bin mal gespannt, wie sich unsere Simracer, allen voran mein Teamkollege Thomas, hier zurechtfinden. Fast die gesamte Strecke besteht aus Betonplatten und ich selber bin hier schon IndyCar gefahren und kann sagen, das ist ein sehr, sehr herausfordernder Kurs. Allerdings haben wir heute hier auch ein 1900er iRating-Feld am Start, die alle ein bisschen was drauf haben, sodass wir uns, denke ich, alle auf ein sehr, sehr spannendes und faires Rennen freuen können. 17 Simracer stehen am Start. Wir haben ein 20-Minuten-Rennen, das werden ungefähr 14 Runden sein. Es gibt keine Boxenstopps. Es gibt ein Fix-Setup und es gibt keinen Fast-Repair. Edu Villa ist sogar hinter dir gelistet. Ist das ein Schneller? Das heißt, dass du schneller bist. Ja, nee, das heißt nur, dass ich mehr I-Rating habe. Nicht, dass ich schneller bin. So, erste Runde. Geht alles los. Gute. Und während sich der Tommy aufmacht in seine Qualifikation, gibt es jetzt von uns hier ein paar Verbraucherhinweise. Wer gute Setups sucht oder ein gutes Basic-Setup, ein günstiges, um das dann weiterzuentwickeln, wie wir das machen. Majors Garage, immer ein Tipp wert. Und wer in der Major-Serie antreten möchte, hier in der Garage gibt es auch die entsprechenden Jahreskässe. Remco Barlow fährt wieder mit. Der Vielfahrer. Und in dem doch sehr taffen Feld, da bin ich mal gespannt, wo sich unser Tommy einsortiert. Boah, die Mauer, die kommen hier so nah, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, manchmal auch zu nah. Um hier schnell zu sein, muss man wirklich jeden Zentimeter der Strecke ausnutzen und ab und zu mal Mauerkontakt ist da gang und gäbe. Zehnter Platz. Und? Von? Was mit von? Von allen? Weiß ich nicht. Das Ding hier ist tatsächlich eine Insel, ne? Ja. Direkt nach, wo du aus der Boxengasse rausfährst, geht's direkt über eine Brücke. Das siehst du nur nicht von der Strecke aus. Edu Villa ist auf jeden Fall direkt hinter dir. Ich sag ja, du bist schneller. Das Rennen ist lang, Patrick. Weißt du doch. Also so lange jetzt auch wieder nicht, aber...
Ich weiß nicht, ich möchte am liebsten aus der Box starten. Ich möchte am liebsten aus der Box starten. Christopher Zöchling, Alter, sagt dir das was? Was denn? Christopher Zöchling, sagt dir das was? Nein, muss Porsche, sollte? Porsche Supercup, Porsche Carrera Cup. Den echten jetzt. Tatsächlich? Ja. Ich bin schneller als der, ich bin so krass. Das kann ja sein, dass der nur so heißt, aber der Zöchling, Porsche Cup verfolge ich ja. Weil der immer der Rast gewonnen hat. Der war heute übrigens eingeloggt bei iRacing, der René Rast. Der Rast, okay. Ich dachte, der fährt mehr so Race Room. Irgendwas. Nee, der fährt doch ab und zu hier iRacing. Der hat hier Projekt Cars mitentwickelt, da hat er Geld für gekriegt. Da sehen mir gerade die Zeiten an, also die sind schon arg schnell, ne? Ja. Remco Barlow mittendrin. Der Vielfahrer. Aber zum Glück hier ist kein 25er oder 28er Feld, hier sind 17 Fahrzeuge. Naja, gut, aber. Scheiße ist halt vorne, ne? Da wärst du jetzt weg, hättest jetzt wegfahren können, aber vorne steht Carsten Fischer. Und auf dem zweiten Platz Patrick Walligor. Ja, lass mich jetzt mal ein bisschen hier. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen hier. Ich muss meditieren, ich muss ich mache jetzt hier so den. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Ich habe zwar ein mulmiges Gefühl bei der Strecke, aber ich wünsche dir. Nicht mal. All the best. Also, das besteht ja hier quasi nur aus Wänden, die Strecke. Ja. Das ist hier wie. Ja, wie sagt man, die Hot Wheels, die fahren da auch und so. Ja. Alles Gute, Tom. Danke. Wir sehen uns gleich oder nachher. Sehen tun wir uns die ganze Zeit. Heißt, das ist eine kurze Einführungsrunde auch noch. Hier kann man Reifen gar nicht warm machen. Da ist das Pace Car auf die Reise gegangen. Wie gesagt, auf Pole Carsten Fischer, dahinter Patrick Walligor. Das Auto wieder die Bauerstops beim Reifen warm machen. Platz 3 Steven Berry und auf Platz 4 Piet Meier. In Sebring fahren die eine ganze Runde. Ruhe jetzt! Grüne Flagge und der Carsten ist sofort in Führung gegangen. Dahinter Patrick Walligor, Steven Berry und Piet Meier. Auf Platz 5 hier Ruben Portillo. Hinter dem Ruben auf Platz 6 der Georg Neugebauer. Auf Platz 7 Andrea Grandi. Auf Platz 8 Remco Barlow. Platz 9 Florian Eichels-Eder, der jetzt gleich an Ignat. Dein Machtwort hier mal sprechen. Zur Bellatti vorbeigeht und dahinter den Thomas Silbernagel und hinter ihm der Christoph Zeschling. Ganz vorne Carsten Fischer, Patrick Walligor und Steven Berry. Das ganze Feld ist sehr sauber und anständig gestartet, sodass hier noch niemand irgendeinen Ausritt hatte. Alle reihen sich auf wie auf einer Perlenschnur und jeder lauert auf den Fehler des anderen. Edu Villa im roten Lamborghini versucht schon anzugreifen, aber hier bei dem engen Kurs hat er keine Chance. Platz 13 hinter Christoph Zischling und Thomas Silbernagel und hinter dem Edu der Colin McCarthy und Pepe Comte. Dahinter auf Platz 16 Fabian Delgado, hier Tommy General Motors Kurve Richtung Porsche Kurve. Georg Neugebauer, Platz 7, der weiß-schwarze Ferrari hier, verfolgt den Andrea Grandi. Das ganze Feld noch ganz dicht und eng beisammen, herrlich anzuschauen. Fanatec GT3 Challenge, immer sehenswert. Georg Neugebauer wird verfolgt von Remco Barlow, der schon in sehr vielen unserer Rennen mitgefahren ist. Er sitzt hier mal in seinem gelben McLaren. Einer ist in die Box gefahren, aber noch niemand in den Fall drauf. Vielleicht früh starten? Ne, gibt's da nicht. Jose Trujillo musste an die Box, wahrscheinlich irgendwo angedotzt oder einen Fehler gemacht, ist nicht ersichtlich. Das Feld befindet sich noch weitestgehend in derselben Reihenfolge, wie sie gestartet sind. Einzig Christoph Zöchling hat den Edu Villa überholt. Ja, der Jose Trujillo, der musste an die Box fahren. Jeder geht hier das Rennen übervorsichtig an, da sie alle Angst haben, in die Wand zu fahren. Wir haben bisher auch noch keine verrückten Überholmanöver oder Angriffsversuche gesehen. Remco Barlow unter Druck von Florian Eichels-Eder, aber alle halten ihre Position. Sehr, sehr schwierig hier irgendwo einen Punkt zum Überholen zu finden. Und so wie es aussieht, sehen wir heute eher eine Prozession statt einem Crashrennen.
Piet Maier auf Platz 5 im schwarzen Lamborghini, gerät hier unter Druck von Andrea Grandi im Porsche. Direkt dahinter Georg Neugebauer und Remco Barlow schon im Mühabstand. Bis auf Patrick Wanigor haben alle hier im Feld ein sehr hohes Safety-Rating. Weiterhin Carsten Fischer in Front vor Patrick Wanigor, Stephen Berry, Ruben Portillo und Piet Maier hier. Oh, der nächste kleine Andotzer an der Mauer. Edu Villa, ein European Majors Fahrer der ersten Stunde, verfolgt hier den Christoph Zeschling, wird seinerseits verfolgt von Colin McCatey. Hinter dem Colin McCatey schon eine kleine Lücke zu dem Pepe Comte und dem Fabian Delgado. Ganz vorne hier Carsten Fischer, gefolgt von Patrick Wanigor und dann schon ein Abstand von 2,5 Sekunden. Oh, die Mauern, ey. Zu dem Ruben Portillo. Wahnsinn. Und unsere Kamera hier im Asphalt verdeutlicht anschaulich, wie eng das ganze Feld noch beisammen ist. Keiner traut sich so richtig, einen Angriff zu starten. Alle versuchen sie nur, ihre Kisten auf der Straße zu halten und nirgendwo anzudotzen. Jeder belauert hier den anderen. Und ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht, denn hier im Feld gibt es bisher noch nicht einen einzigen Ausfall. Bis auf ein paar kleine Mauerberührungen. Oh, 29er Zahn, Wahnsinn. Und ein Boxenstoppbesuch vom Jose. Macht doch keiner einen Fehler hier. Alles tipptopp. Und auch der Tommy hier fährt ein Mega-Rennen. Nach vorne und nach hinten jeweils über eine Sekunde ab. Abstand. Hier die schöne Kampfgruppe rund um Piet Maier, Andrea Grandi, Georg Neugebauer, Remco Barlow und Florian Eichelseder. Dann schon eine kleine Lücke zu Ignazio Bellatti und Thomas Silbernagel. General Motors Kurve, ein super Rennen, herrlich anzuschauen. Andrea Grandi könnte schneller, findet aber keinen Weg an Piet Maier vorbei, der jetzt langsam zu dem Stephen Berry abreißen lassen muss. Patrick Wanigor gerade eine 1,29,166 gefahren. Das ist gut ein Zehntel schneller als seine Qualifikationszeit. Tommy fährt ein fehlerfreies Rennen, gibt alles. Nur leider geht nach vorne und hinten irgendwie überhaupt nichts. Jeweils 1,7 Sekunden Abstand. Während der Carsten Fischer hier eine Rekordrunde nach der anderen fährt. 1,28,931. Das ist gut zwei Zehntel schneller als seine Quali-Zeit. Und hier in der Onboard-Aufnahme sieht man das mal ganz schön bei dem Georg Neugebauer, wie dicht man hier an die Mauern ranfahren muss und wie eng das hier alles ist. Links und rechts kein Zentimeter Platz. Eine massive Betonmauer, die jeden Fehler gnadenlos bestraft. Remco Barlow im gelben McLaren, in der Audi-Kurve ein bisschen rumgeeiert und sofort von dem Ignazio Bellatti überholt worden, ist jetzt der direkte Gegner vom Tommy vor ihm. Und nach dem Tommy eine 2,5 Sekunden Lücke Abstand zu Edu Villa, der jetzt den Christoph Zeschling überholt hat und auf Platz 12 liegt. Hier haben wir mal das Trio rund um Edu Villa im Blick. Auf Platz 12 Edu Villa, Platz 13 Christoph Zeschling und auf Platz 14 Colin McCatey. Der Edu Villa hat schon fast 3 Sekunden Abstand nach vorne zum Top. Oh, sind sie schnell. Das ist Wahnsinn, ne? Okay, fast die Hälfte geschafft. Wow, jetzt ist aber einer da voll in die Mauer rein. Carsten Fischer weiterhin sehr souverän in Führung vor Patrick Wanigor. Vor mir oder hinter mir? 0,4, 0,4. Georg Neugebauer, aber der fährt weiter. 5 Sekunden dahinter, eine dicke Lücke. Und auch das Trio rund um Georg Neugebauer hier hat einen Vorsprung von 2 Sekunden auf den Florian. Georg Neugebauer, sag ich doch, Piet Maier. Der Piet Maier hat schon mehrfach die Mauern mitgenommen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Der Einzige, dessen Auto schon sehr beschädigt ist. Der letzte Mauerkuss, der scheint ihm auch in Mitleidenschaft gesogen zu haben, sodass der Andrea Grandi jetzt vorbeigehen kann. Und auch der Georg Neugebauer hinter mir immer noch. Ist an dem Piet Maier vorbeigegangen. Hier gab es gerade das erste Echte. Da werden wir jetzt gleich nochmal das Replay rausholen und mal schauen, was da genau passiert ist. Aus dem Blickwinkel sieht man die Beschädigung schön. Ah, der Piet Maier, der ist leicht beschädigt. Oben im Replay sieht man schön, wie der Piet hier die Mauer mitnimmt. Wird wohl jetzt so einiges an Reparatur fällig sein. Ihr seht, er biegt ab in die Boxengasse. Und das bedeutet, dass der Tommy jetzt in den Top 10 angekommen ist. Hier Edu Villa immer noch im Kampf mit Christopher Zeschling und Colin McCatey. Nur Mauer die ganze Zeit, nur Mauer. Und der Tommy bekommt langsam einen Mauerkollaps. Ein Glück, dass er nicht in Berlin hinter der Mauer gelebt hat. Edu, der lenkt gewöhnlich leicht. Sunset Drive, Start- und Zielgerade. Und der Christoph Zeschling versucht anzugreifen. Keine Chance, Edu macht innen dicht. Ein toller Dreikampf, hart aber fair geführt. Hier die Plätze 11, 12 und 13 so dicht beisammen. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen.
Jetzt bringt sich Colin McCatie in Stellung. Central Avenue Richtung Firestone-Kurve geht er auch vorbei. Ein tolles Überholmanöver auf der Bremse. Colin McCatie, der einzige ohne Quali-Zeit von 17 gestartet, liegt jetzt auf dem 12. Platz. Fährt hier ein sehr, sehr gutes Rennen. Während der Tommy hier ein sehr einsames Rennen fährt, nach vorne 2,5 Sekunden zu Remco Barlow und nach hinten zum Edo Villa schon 3 Sekunden Abstand. Leider jede Runde verliert er ein paar Zehntel auf den Remco Barlow vorne, während hier ganz vorne der Carsten Fischer immer noch mit dem Patrick Valicourt um den Sieg kämpft. Da passt auch kein einziges Blatt Papier mehr dazwischen. Ein wunderschöner Kampf um den Sieg. Runde 8 von 14. Ja, Sieg hier, die kleben aneinander, aber die fahren 29,5, 29,4. Die beiden fahren im Schnitt eine 1,29er Zeit. Fahren über eine halbe Sekunde schneller wie der restliche Feld. Beide scheinen hier in einer anderen Liga zu fahren und drücken dem Rest des Feldes mächtig einen auf. Schon fast 5 Sekunden Abstand auf den Drittplatzierten, den Ruben Portillo. Und der wiederum 2 Sekunden Abstand auf seinen Gegner, den Stephen Berry, den wir hier mal im Bild haben. Und der Steven wiederum hat einen Abstand von circa 2 Sekunden auf den Andrea Grandi hier in dem Porsche, während Pete Meyer immer noch an der Box steht zur Reparaturzweck. Ja, ist der Pete Meyer ausgefallen. Jetzt bist du sozusagen Zehnter. Zehnter. Schon die ganze Zeit. Pete Meyer kann nach Reparaturstopp die Box wieder verlassen, hat aber jetzt über eine Runde Rückstand und das Auto sieht immer noch schwer beschädigt aus. Er ist aktuell Letzter und fährt trotzdem raus und bringt das Rennen vernünftig zu Ende. Super. Hier haben wir mal den Jose Truello, auch schon eine Runde Rückstand am Anfang in die Box gefahren. Vor ihm Pepe Comte im BMW und vor dem Pepe der Fabian Delgado. Und Patrick Valicourt, der wohnt jetzt schon fast in Carsten Fischer seinem Heck. Der nimmt hier auch jede Mauer mit. Wahnsinniges Duell. Oben in der Slow-Mo schön zu sehen, wie der Patrick Valicourt alles rausholt aus seinem Auto, wie er jeden Zentimeter mitnimmt, um an dem Carsten Fischer dran zu bleiben. Beide jagen sich hier mit atemberaubenden Rundenzeiten. Laut meiner Anzeige immer noch 10. Ist doch 10, ja. Beim Tommy herrscht irgendwie etwas Konfusion um Platz. Dabei ist er jetzt schon seit Runde 7 auf dem 10. Platz. Hier Edo Villa, vor ihm der Colin McCatie. Jetzt schon eine ganz schöne Lücke rausgefahren. Das ganze Feld zieht sich langsam etwas auseinander. Der Colin 3,5 Sekunden Abstand nach vorne zum Tommy. Edo Villa kämpft die ganze Zeit schon mit Christoph Zöschling. Fabian Delgado, Platz 14 und direkt hinter ihm Pepe Comte im BMW M4 GT3, der letzte in der Führungsrunde. Carsten Fischer jetzt sagenhafte 1,5 Sekunden rausgeholt. Aber passiert ist hier im Prinzip bisher außer zwei Überholmanövern und im Ausfall nichts. Eines der anständigsten und saubersten Rennen, was ich je kommentiert habe. Achter musste werden, um in die Pluspunkte zu kommen. Was aber angesichts der Fahrweise seiner Gegner hier fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Trotzdem anstrengend hier zu fahren. Ich hab's ja vorhin erlebt. Ich sag ja, das ist für mich. Ich brauch da noch ein, zwei Tage Minimum. Florian Eichelseder, Platz 7, 2,5 Sekunden nach vorne, nur der Ignazio Bellati, der hängt ihn am Popo. Hier Andrea Grandi, Platz 5 und direkt dahinter der Georg Neugebauer. Bekämpfen sich auch schon von Anfang an, aber es hat noch keinen Platzwechsel gegeben. Hier Colin McCatie hat sich jetzt befreien können von Edu Villa. Wunderschöne Bilder liefert hier unsere Kamera im Asphalt am Strandreif. Im ganzen Feld gab es bisher nur 2 Incident Points und die hat der Pete geholt. Carsten Fischer, unser Leader von Anfang an, inzwischen fast 2 Sekunden Abstand zu dem Patrick Valicourt. Und die beiden wiederum 3,5 Sekunden Abstand auf Ruben Portillo, den wir hier im Bild haben. Hinter ihm dann der Stephen Berry, 2,5 Sekunden. Und der letzte in den Top 5, Andrea Grandi, noch einmal 4,5 Sekunden weg. Das ganze Feld anständig auseinandergezogen. Georg Neugebauer nur eine halbe Sekunde dahinter, aber wie Angriff sieht das nicht aus. 2,5 Sekunden hinter dem Georg, der Florian Eichelseder, der die ganze Zeit den Ignazio Bellati im Nacken sitzen hat. Und hinter dem Ignazio der Remco Barlow schon 1,8 Sekunden Abstand. Und dann hinter dem Remco Barlow 3,5 Sekunden zurück Thomas Silbernagel. Tommy fährt hier ein super Rennen, absolut fehlerfrei. Nur kann er gegen die ganzen GT3-Profis hier nicht viel ausrichten.
Ich hätte ehrlich gesagt am Start nicht geglaubt, dass alle hier fehlerfrei fahren. Keiner ist dem anderen ins Auto gefahren oder hat ihn behindert. Wir spulen einfach alle hochkonzentriert ihre Runden ab. Ich kann bald vorbei sein. Schuhe, ja, ja. Vorletzte Runde und alle Positionen sind klar bezogen. Hintermann, der kommt ganz schön nah. Ja. Deshalb sage ich ja, wir müssen bald vorbei sein. Sunset Drive, Carsten Fischer, unser Leader, geht jetzt in die letzte Runde. Weiße Fahne. Pole Position, schnellste Rennrunde, das komplette Rennen angeführt und der Sieg. Besser kann man es nicht machen. Patrick Walligor im BMW M4 GT3 hat alles gegeben und auch der Ruben Portillo ein super Rennen gefahren, genauso wie Stephen Berry. Hinter ihm Andrea Grandi, der die Top 5 vervollständigt, dahinter der Georg Neugebauer. Hier der Florian, der nochmal kräftig in der Betonmauer reinknallt, aber nichts passiert. Wir gucken gleich noch einmal. Oben in der Slow-Mo sehen wir das schön, wie der Florian hier jeden Zentimeter der Strecke nutzt, um sich den Ignacio vom Leib zu halten. Firestone-Kurve, ein letzter Angriffsversuch, fehlgegangen, keine Chance. Die Jungs kämpfen hier bis zur Ziellinie, versuchen jede kleine Chance zu nutzen. Die Runde überstehst du noch. Die letzte Runde auch für den Tommy und der Colin McCady ist schon fast eine Sekunde weg. Da wird nicht mehr viel gehen. Remco Barlow davor auch viel zu viel Abstand. Und hier unser Führender biegt ab. Carsten Fischer, Audi-Kurve, biegt ab Richtung Strandreif. Die letzten Kurven für unseren Führenden. Ein souveränes Rennen gefahren. Absolut fehlerfreies Rennen gefahren. Kurve für Carsten Fischer. Jetzt Sunset Drive Richtung Start und Ziel. Chapeau. Die letzten Meter. Und da ist der Sieg in trockenen Tüchern. Gratulation an Carsten Fischer. Gratulation auch Patrick Walligor, Platz 2. Und dahinter Ruben Portillo auf dem dritten Rang. Auf Platz 4 ist Stephen Berry, der Zweite. Jetzt haben wir zum Schluss noch eine rausgehauen. Ne? Und auf Platz 5 Andrea Grandi. Und hier kommt der Tommy ins Ziel als Zehnter. 29,9. Ja. Nochmal eine Rekordrunde gefahren, eine 1,29,9. Wahnsinn. Boah. Also ich habe original null Incidents. Aber ist so. Also das Problem ist so, jeder Incident bedeutet eigentlich Renn aus. Das ganze Feld hat komplett zusammen nur 2 Incidents gesammelt. Ja, das war ja ein heftiges Rennen, ja. Also. Oh Mann, ey, aber echt. Heidadei. Ist nur einer, dieser schwarze Lamborghini, der ist an die Mauer rangeklatscht. Und ist danach ausgefallen, aber ansonsten nicht so viel. Nicht viel passiert, aber, ne? Aber das ist schon heftig beim Zugucken. Aber hier die zwei Führten, die haben in einer anderen Liga gespielt. Ja? Ja. Die sind pro Runde eine halbe bis dreiviertel Sekunde schneller gewesen wie der ganze Rest. Die waren auch meilenweit vorne weg. Dann kam die Plätze 3 und 4 einzeln und dann kam das Mittelfeld bis zu dir. Okay. Und da hat in der letzten Runde nochmal Platz gewechselt. Na gut, da ist er einmal der Sinnplatzierte, ne? Dieser McLaren oder was das war, ne? Der hatte ich auf einmal da wieder vor mir. Ja. Ja, also für mich war das halt noch ein Übungsrennen, so, ne? Also ich weiß nicht, ob ich hier nochmal fahre. Ich bin froh, dass ich hier durchgekommen bin. Ja. Ich glaube, ich habe Safety Rating gut gemacht, glaube ich, ne? Ja. Obwohl Incidents, viele Kurven. Ja, das ist ein schlimm. Minus. Das kann man verschmerzen. Auf jeden Fall. Aber ich will das Rennen in echt fahren. Das ist einfach nur Stress pur. Ja, tatsächlich. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, ne? Also die Autos, die haben sich so, wie sie sich qualifiziert haben, hintereinander eingereiht, ne? Und dann ist dann jeder irgendwie sein Rennen gefahren, ne? Ja. So. Ohne. Also man sieht so, alle haben auf ihrem Level entsprechend geübt, dass sie hier nicht gegen die Mauer fahren. Haben wir hart. Ja. Ja, was haben wir da? 2 Sekunden, der erste hinter dem, also der zweite hinter dem ersten, 4, 7, dann 10, 11, ja, 6 und 7 und dann halt nochmal 16, 17, 17, 19. Also ich habe das Gefühl gehabt, diesmal war ich von den Schnelleren der Langsamste.
war trotzdem ein absolut super Rennen vom Tommy. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Und mir bleibt nur noch, euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!